Ja, ich hatte, hallo, Elias Schneider, falls mich jemand nicht kennt. Ja, ich würde dann einmal meine glorreiche Partie der Runde gerade durchgehen. Das Schlimme ist, man spielt schon ein wirklich ziemlich schlechtes Turnier, so ich bin gerade überhaupt nicht zufrieden. Und dann hat man so eine Partie, okay, klar, man hat einen Punkt, aber ich durfte quasi keinen einzigen eigenen Zug machen. Ich habe das alles irgendwie bis zum Ende mehr oder weniger gekannt. Also, Sizilianisch. Springer C3, E6, Springer F3, A6. Das ist ja eine ziemlich verbreitete und auch ziemlich gute Entgegnung tatsächlich. Das kann man so machen. G3, B5, Läufer G2, Läufer B7, D4. Ich spiele das aber mit Weiß ganz gerne. Das hat den Vorteil, wesentlich besser zu sein oder wesentlich gefährlicher zu sein, als es aussieht. Weil es sieht so ein bisschen so aus, ja, hatte Weiß jetzt irgendwie Bock auf einen offenen Sizilianer? Nee, hat er nicht. Nee, hat er jetzt irgendwie doch. Und Springer F6 und jetzt ist im Prinzip auch schon der Bauer auf E4 bedroht, also es droht B4 und Rochade. Und wenn man jetzt mit so einer Geste, was mache ich, Rochade, oh scheiße, ich habe den Bauern eingestellt, wenn man Rochade macht, dann kann man halt ziemlich viele Kurzpartien gewinnen, weil es tatsächlich eine unglaubliche Anzahl von komischen Fallen hier auf Schwarz lauern. Die Stellung ist selbstverständlich total ausgeglichen, die ist 0-0-0, Schwarz muss wissen, was er macht. Und Rochade ist auch nicht der Zug, der irgendwie auch nur vorgibt, um Eröffnungsvorteil zu kämpfen. Also wenn, muss Weiß eben genau A3 spielen, um den Bauern zu retten. Aber Rochade ist unglaublich fallenlastig und gerade in schnellen Bedenkzeiten, ich habe aber auch schon in Turnierpartien so gute Stellungen erzielt, in schnellen Bedenkzeiten ist es echt eine ziemliche Killerwaffe. So, Schwarz spielt zunächst richtig und spielt B4 und nimmt den Bauern weg. Das ist auch noch so ein Vorteil, weil wenn Schwarz nämlich sagt, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, der hat was vorbereitet, jeder andere Zug ist für Schwarz tatsächlich schon ziemlich hochproblematisch. Okay, was kommt nach D6 zum Beispiel? Also D6 ist einer von den Zügen, die man halt echt nicht mehr wirklich machen will. Es kommt Turm E1, es droht jetzt mittlerweile auch schon E5, also das sind diese ganzen Motive mit dem, also wir lassen jetzt das einmal durchlaufen, also zum Beispiel jetzt so, jetzt ist schon verloren, E5 und Schwarz Ach muss jetzt so. irgendwie ganz nebulös die Qualität opfern, D5, Läufer B7, weil wenn er jetzt nämlich auf G2 nehmen würde, Dann nimmst du dann auf käme F6 EF6. und dann auf E6. Und wenn der Läufer in die Ja. Richtung geht, Shepherds auf E6, das gewinnt mehr oder weniger glatt. Und genau das Gleiche kann man auch über Läufer 3, Dame 5 sagen. Das ist noch übler. Also, das ist zum Beispiel so, genau. Deswegen, D6 kann man gerade noch machen, aber die Stellung ist für Schwarz schon ziemlich schlecht. Schwarz muss jetzt irgendwie gucken, wie deckt er den Läufer. Und da könnte das mit Dame C8 oder Dame C7 machen. Aber im Prinzip, wenn man hier ein bisschen den Rechner rechnen lässt, sind diese ganzen Springerausfälle nicht nur besser für Weiß, sondern wirklich auch gewonnen. Das gleiche gilt auch für diese Stellung. Ich kriege das alles nicht mehr wirklich zusammen. Dafür bräuchte man wieder eine Turnierpartie. Ich habe nicht gesagt, dass es im Schnellschach oder im Blitzen ideal ist, sich mit Weiß daran alles zu erinnern, aber man hat eine gute Gewissheit, dass Schwarz auf jeden Fall was falsch gemacht hat. Also wenn er sich in die Stellung committet hat, er muss den Bauern tatsächlich auch wegnehmen. Alles andere ist wesentlich schlechter. Ich habe jetzt natürlich so eine Werbungsvariante gezeigt. Das ist besonders schlecht für Schwarz, aber auch alles andere ist wirklich ein bisschen doof. So, das heißt, er nimmt den Bauern weg. Man rennt jetzt mit Springer A4 weg. Und Jetzt muss er wahrscheinlich auf jetzt muss er Läufer schlägt tatsächlich, E4 Läufer kommen, schlägt ne? E4 kommen. Springer schlägt E4 ist ziemlich schlecht mittlerweile. Es kommt Turm E1 und nach D5 kommt nimmt, sagen wir mal zum Beispiel nimmt, wenn man sich die Stellung anguckt, die ist sowas wie plus 3, plus 4. Dieser Läufer ist einfach ein fettes Angriffsobjekt. Turm B1, ständig Qualitätsopfer C4, der König ist unrochiert. Das ist in der Stellung kann Schwarz überhaupt nicht spielen. So, und er spielt Läufer schlägt E4, was absolut richtig ist. Nimmt, logischerweise. Und jetzt gibt es zwei Züge. Der eine ist direkter, Turm E1, und der andere ist noch trickier, C4. Ich habe allerdings Turm E1 gespielt, weil man sich bei C4 die ganzen Varianten so schlecht merken kann. Ich habe Turm E1 gemacht und er spielte. Genau, ich meine jetzt hier D5, dann kommt Springer, schlägt E6, ne? Nee, 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 Oder nee, wie war nee. das? Nee. D5 Springer schlägt E6 ist so eine Trickvariante, die wirklich nur Ausgleich ist. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr zusammen, Ne? aber das ist ein echtes Figurenopfer. Genau, Das kann man machen und wenn es jetzt so wäre, dass Schwarz Dame F6 machen dann müsste, kommt Turm, schlägt dann käme E4, Turm schlägt E4 mit einer guten tauschen auf Stellung. E5, Genau. genau. Aber hier gibt es irgendein Problem. Jetzt müsste ich mal überlegen, worin das Problem besteht. Aber das Problem ist hier nicht, dass man Turm G8 spielt. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, es ist so, dass der König hier davon rennt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht funktioniert oder beziehungsweise Weiß opfert die Figur und muss danach noch beweisen, dass er das Dauerschach hat und er hat es auch. Es ist 0-0-0, so wie immer. Aber das sollte man nicht machen. Man sollte C4 machen. Genau, das hat er halt nicht gemacht. Und zu der Stellung habe ich tatsächlich eine sehr, sehr lustige Anekdote. Und zwar, genau, also hier ist der einzige Zug, um mit Schwarz nicht zu verlieren. Also es droht CD5 und wenn der Bauer nimmt, ist hier eine Fesselung und wenn die Dame nimmt, ist Springer B6. Jetzt ist der einzige Zug, um mit Schwarz nicht zu verlieren, ist halt en passant.
Und jetzt nimmt der Springer. Und die Stellung ist weitestgehend harmlos, wenn Schwarz einfach sich besinnt auf die normalen Eröffnungsregeln. Läufer E7, Läufer C5. Läufer E7 ist der etwas bessere Zug. Und dann gewinnt Weiß halt den geopferten Bauern wieder. Mhm. Und dann ist da so eine Stellung. Also wenn man sich ganz genau mit Weiß auskennt, ist es so minimales Plus. Und ich würde von mir behaupten, dass ich das tatsächlich auch tue. Das heißt, ich bin bereit, die Stellung zu spielen. Aber eigentlich ist es... natürlich nichts Wildes. So, und wenn jetzt aber Schwarz Springer schlägt C3 macht, dann kann man mit seiner gekonnten Geste Dame A5 machen. Ja. Jasper kennt sich aus, genau, ja. Sehr schön. Ja, ich bin da schon mal reingerannt in der Turnierpartie. Ah, in der Turnierpartie, okay. Aber nicht gegen mich. Nee, wir hatten ja auch keine Turnierpartie. Nee. Genau. Da kann man reinrennen, man kann mit so einer eleganten Geste Dame A5 spielen. Die Partie ist wirklich bereits auch vorbei. Ja. Zum Beispiel, wenn Springer E4 kommt, dann kommt Springer schlägt E6. Egal, wohin die Dame zieht, mit Pre-Move Dame Springer C7 und dann hier und... Schwarz hat im Moment tatsächlich zwei Figuren mehr auf dem Feld, aber jetzt bricht alles auseinander. Und zu der Stellung hatte ich tatsächlich eine sehr, sehr lustige Episode. Und zwar, ich habe tatsächlich genau auf diese Art und Weise, habe ich bei der niedersächsischen Schnellschachmeisterschaft, das war Anfang des Jahres, gegen meinen damaligen Vereinskollegen, jetzt spiele ich ja wieder bei Berlin, aber damals von Hannover, Christian Polster gewonnen. Ja, die Partie hat noch irgendwie 10 Züge gedauert oder 7 und ich habe gewonnen, aber hier ist es ja auch schon irgendwie +4. Und dann... hat er sich das gemerkt und hat dann bei der Norddeutschen Meisterschaft versucht, das gegen einen anderen Spieler aus Niedersachsen, gegen Matthias Tondorf, tatsächlich zu spielen. Und die Betonung liegt auf versucht, denn Tondorf schlug nämlich mit dem Springer und nach Turm E1, D5, das haben wir ja gerade schon gesehen, C4 schlägt, spielte dann Christian Polster mit einer eleganten Geste Dame H5 und verlor die Partie innerhalb von wenigen Zügen, weil das funktioniert nämlich überhaupt gar nicht. Mit den Läufern... besitzt und natürlich Schwarz. Der einfach D5 gedeckt. Richtig, ne? Ganz genau. Der D5 ist gedeckt, das heißt irgendwie, das ist Kokolores und Weiß hat einfach eine Figur weniger und verliert. Während wir natürlich gerade gesehen haben, dass nach BC3 die Stellung aufgabereif für Schwarz ist, weil hier geht es dem Läufer jetzt in den Kragen. Und zwei Runden später spielte ich dann, ist ja Rutschsystem, dann gegen Matthias Tondorf und der hat mich so ganz richtig so angeguckt, so, du hast einen Bauern eingestellt und ich kenne die Variante aber. Und dann hat er das alles so rausgeblitzt. Dann hat er das alles so rausgeblitzt mit Springer schlägt E4 und dann folgte natürlich, so wie ich das gerade gezeigt habe, dann B schlägt C3, dann hat er ein bisschen blöd geguckt und dann war die Partie dann nach 5 Zügen vorbei, weil ich die dann auch gewonnen hatte, mit irgendwie Turm B1 und Turm schlägt B7. Das war eine sehr, sehr lustige Episode und selbstverständlich stellte sich dann raus, dass er dann aus der Erfahrung von 2 Runden vorher dachte, das sei für Weiß eine Variante, die überhaupt nicht funktioniert und also das war auf jeden Fall sehr witzig. Genau, und mein Gegner zog Springer C5, was noch der letzte richtige Zug ist in der Partie. Ich zog C3, das ist halt das, was man spielt. Und in der Stellung ist Springer schlägt F4. Nach natürlich weiteren Varianten, die jetzt nicht so ganz komplett auf der Hand liegen. Dame schlägt F4, es drohen Opfer auf E6. Ne, wir sind in der falschen Variante, ne? Natürlich. Vielleicht kannst du einfach auf irgendeine andere Partie klicken. Ach so, und dann wieder zurück. Dann haben wir hier wieder die Mainline drin. Dann sind wir hier wieder in der besseren Variante. Genau so. Und C3 und jetzt, wenn Schwarz das jetzt richtig macht, er nimmt auf F4 und jetzt entstehen interessante Varianten. Man sollte nicht unbedingt auf C3 nehmen, weil dann auf E6 das Schlagen zumindest zu einer praktisch sehr, sehr schwierigen Stellung für Schwarz führt. Schwarz sollte Dame B6 machen und jetzt hat Weiß wieder verschiedene Optionen, Läufer E3 oder Dame D1 ist ganz tricky. Das kann man aber alles machen und das ist alles irgendwie in Ordnung. Und was aber ziemlich viele schwarze Spieler machen, die machen erstmal den, weil die irgendwie überhaupt nicht glauben können, wie schlecht die schwarze Stellung hier ist. Aber das Problem ist, dass dieser Springer auf C5 halt total deplatziert ist. Und hier ist im Prinzip Sensor. Also Schwarz kann jetzt nur noch Schadensbegrenzung machen. Das ist so plus anderthalb, wenn er es irgendwie richtig macht. Aber die meisten Partien gehen irgendwie weiter mit sowas wie Läufer E7. Dann kommt B4. Der Springer hat nur ein einziges Feld auf B7. Dann kommt Dame F3. Wenn man jetzt irgendwie den Springer mit der Dame deckt, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, irgendwie Läufer B2, Turm C1, also das ist irgendwie komplette Sense. Und nach D5 kann man sich jetzt überlegen, wie man die Partie gewinnen will. Springer schlägt E6, gewinnt, Turm schlägt E6, gewinnt. Turm schlägt E6 ist das, was ich meistens spiele. Aber Springer schlägt E6 kann man genauso machen, der Rechner zeigt bei beidem halt komplette Gewinnstellung. Es ist ein bisschen schwer zu glauben, weil es wirklich ein ganzer Turm ist. Man opfert ja meistens so eine Qualle rein oder eine Figur. Aber hier ist es ein ganzer Turm, aber einfach diese Konstellation mit diesem Springer, die gibt einfach nichts her. Ja. Für Schwarz. Das ist Sensor. Also G7 hängt, Dame A5 ist eine Idee, Läufer B2, Turm D1, das ist einfach kaputt. Genau, und wie wir gerade schon gesehen haben, das schlägt A4, was im Prinzip auch ein natürlicher Zug. Ich verstehe nicht, warum das nicht wirklich in jeder Partie gespielt wird. Eigentlich ist es ja irgendwie logisch so. Bei Fritz 4 hieß es dann früher mal, holt die Kuh vom Eis. Genau, aber in der Stellung kam Dame A5. Er meinte, irgendwer hat das mit einer Variante aus der C4-Variante verwechselt. Wobei hier Dame A5 auch kein guter Zug ist. Aber ich glaube, in anderen Nebenvarianten könnte hier Dame A5 tatsächlich kommen. Und hier ist Dame A5 aber quasi direkt wegen Dame F3, das Motiv haben wir gerade schon gesehen, komplett verloren. Denke ich zumindest, wenn jetzt irgendwie die Analyse nichts Gegenteiliges beweist. D5, Dame schlägt D5,
hilft überhaupt nicht weiter. Man muss Turm A7 spielen. Genau, und jetzt der. Und wenn der Läufer nimmt, dann kommt Springer B3. Pre-Move Springer schlägt C5, Läufer E3 ist eine Qualle. Das heißt, es muss die Dame nehmen. Und dann kommt Läufer E3. Die Dame muss sofort aus dem Schuss. Die muss allerdings auch den Turm bewachen. Das heißt, das ist der einzige Zug. Und ich mache jetzt einfach die C-Linie auf. Mhm. Und Springer C6. Achso, nee, Springer C6 stellt natürlich sofort auf A7 ein. Läufer schlägt B4. Turm C1. Macht es auch nicht besser. Ich kann nach Dame B7 muss tauschen und der Turm hängt. Deswegen habe ich ja den Turm nach da gezogen, damit dann der auf E1 nicht noch rumhängt. Und wenn Dame D8 kommt, dann kann ich mindestens Springer Schlick G6 mit Merkweile spielen. Also das ist auch komplette Sense. Und er spielte Dame B7, was mich noch ein bisschen upset hat. Aber dann habe ich die richtige Idee irgendwie dann doch gesehen. Turm C1, und zwar wieder der, damit er nicht rumhängt. Und genau, jetzt müsste man noch einmal prüfen, ob es hier noch irgendeine, das hat er nicht gespielt, ob es hier noch irgendeine Option gegeben hätte, die ich noch übersehen habe. Aber ich wollte einfach das machen. Denn die Idee ist Läufer C5 und nach D5 kommt auch Läufer C5 und nach D6 Springer D4? Nach Springer, ja, gut, Springer D4. D4 König F6, ne? Vielleicht. Ja, also auf jeden Fall nicht Turm B4, da sind wir uns schon mal einig. Ja. Aber vielleicht König D7, wobei ich nicht sehe, was das ändert. Ja, aber hier ist es, ja. Hier ist es dieses typische, ich muss irgendwie noch ein paar genaue Züge finden, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie groß das Problem sein soll. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich zum Beispiel sowas wie B5 mache, damit dann der kommt. Und jetzt ist noch die B-Linie verdeckt, das heißt Springer A5 ist absolut tödlich, aber naja, so tödlich ist es nicht. Beziehungsweise es wäre tödlich, wenn es käme, aber es kommt nicht. Es kommt nämlich Läufer G7. Das heißt, das ist jetzt fast noch ein bisschen... Moment, warum funktioniert das mit links nicht? So, das heißt, das funktioniert nicht... Könnte ich denn noch machen? Ah, vielleicht ist Läufer G5 hier ein sehr guter Zug. Ha, es droht matt. Es droht matt und das ist nicht besonders leicht, das zu decken. Läufer G7? Aber es kommt auch Läufer G7. Ja. Ja, genau. Das ist halt so dieses typische. Man muss gegen mich das nur irgendwie diese Geheimvariante überleben. Ah, Moment. Was ist hier? Vielleicht so. Aber es gab schon mal Zeiten, wo ich taktisch mehr gesehen habe. Jetzt also irgendwie. Dann Läufer G7? Dann Löffel G7. Aber dann habe ich den Turm auf der siebten Reihe. Ja, das sieht natürlich super stark. Also jetzt... Ja, okay, die Stellung muss ja um sein, ne? Jetzt einfach A-Bauern vor oder so. Ja, ich würde es gerne am liebsten sowas wie... Ah, ich kann auf F7 nehmen, klar. Genau, richtig. Ich kann auf F7 nehmen und wenn der König aber nach E8 gegangen wäre, hätte ich auf D6 nehmen können. Achso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie noch funktioniert. Genau, und was hat er gemacht? Er hat hier Läufer E7 gemacht, aber naja, jetzt kommt Läufer F4. Und der Springer auf B8 ist einfach angequetscht. Mhm. Er kann nicht den spielen. Also ich habe hier mindestens Springer C2 gesehen. Aber Springer C2 rasiert natürlich auch nur eine Qualle ab. Hier müsste man sich jetzt wieder die Frage stellen, ob man irgendwie besser spielen kann. Vielleicht kann man zum Beispiel sowas machen. Weil er muss... König E7? König E7 ist besser als Rochade. König E7 ist besser. Ja. König E7 ist wesentlich besser. Ah, Sekunde. Springer F5? Nee, Springer F5 geht nicht, weil er nimmt und nach Turm E1 dann Turm E4. Dann ist das. Ich würde gerne auf Springer C2 verzichten mit nur Quellen gewinnen, weil er auch noch auf F4 nimmt und dann Springer C6 spielt. Das ist sogar noch ein bisschen Leben in der schwarzen Bude. Aber es kann natürlich sein, dass ich verdattelt habe und dass hier einfach keine bessere Option besteht. Turm D1? Vielleicht Turm D1, genau. Cool. Richtig. Richtig, der Springer hängt. Ja. Der Springer hängt. Aus. Und ich würde ihn auch mit dem Läufer zur Not nehmen. Ja, genau. Also ja. Turm D1 ist es, genau. Und der Zug ist vor, Springer C6 zu spielen. Aber naja, jetzt wird seine einzige Figur, die irgendwie noch spielt, abgetauscht. Und okay, ich glaube, den Rest müssen wir uns nicht mehr angucken. Ja. Also in dieser Sekunde sind noch gleiche Bauern, aber ich gewinne forciert 2 oder 3 Stück. Und ohne, dass er sein Problem lösen kann. Ja, ja, von daher in gewissem Sinne so eine Nicht-Partie. Aber vielleicht ganz lehrreich für den einen oder die andere, die vielleicht hier zuschauen. Ja. Habe ich im Prinzip auch schon meine wichtigste Eröffnungsfalle verraten, über die ich verfüge. Ja, verdammt. Ja, Mist. Aber was hast du jetzt abgegeben? Einen oder anderthalb. Du hast gerade gesagt, du bist nach Berlin gewechselt. Wie kommt's? Ich alterniere ja alle paar Jahre zurück. Achso. Also, immer hin und her zwischen Lister und. Was ist das? SF Berlin? SF Berlin, oder? Genau. Wir haben jetzt wirklich eine ganz, ganz klare Vision, dass wir jetzt wieder in die erste Liga aufsteigen und dann spielen. Die Vision, die haben wir bei Hannover jetzt halt einfach. Nicht so schade, wie das halt einfach nun mal ist. Das ist einfach eine
deutlich schwächere Mannschaft. Ich würde gerne erste Liga spielen. Ich habe ja fast die gesamte Saison, letzte Saison verpasst. Ich habe ja wirklich nur ein einziges Weekend gemacht, aber das hatte unterschiedliche Gründe, wo wir jetzt nicht unbedingt zwingend drauf eingehen müssen. Es ist sehr, sehr schade. Ich vermisse das total. Das wären irgendwie 1000 Partien gegen 2-7er gewesen. Ja. Und ich würde jetzt echt gerne nochmal erste Liga spielen. Und wenn sich das nächste Saison ergibt, dann wäre das echt eine coole Sache. Ja. Und, ja, mit der Mannschaft habt ihr ja super gute Voraussetzungen, um die Liga zu bestehen, aufzusteigen. Ganz genau. Deswegen bin ich jetzt gewechselt und zurück. Hab den Wechsel, glaube ich, jetzt. Ich müsste überlegen, ob ich ihn 4 oder 5 Mal gemacht habe insgesamt. Also wenn man jetzt beide Richtungen betrachtet. Aber ist doch eine schöne Sache. Ich fühle mich da wohl und da. Ja, cool. So, und es ist auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich für Listerturm gespielt habe. Ja. Okay. Ja. Dann viel Erfolg gleich. Weiterhin. Lieben Dank. Quatsch. Heute war ja letzte Runde. Ja. Letzte Runde, ne? Genau. Lieben Dank. Dann für morgen. Irgendwie zu Ende bringen, die Quälerei. Nein, Schwert. Ja. Aber die Partie gibt ja wenigstens gewisse Hoffnungen auf bessere Zeiten. Ja, besten Dank für die Einladung. Und danke für eure Arbeit. Ja, danke. Bis dann.